Hallo Leute, ich werde euch heute einfach mal zeigen, wie ihr einen kleinen Spawn für euren Server bauen könnt mit zwei Secret Blocks. Ja, ich wünsche euch wieder viel Spaß mit dem Video und ich hoffe, es hilft euch, wenn ihr zum Beispiel jetzt machen könnt, also ganz einfach machen könnt, dass wenn jemand spawnt, dass er nichts abbauen kann und euren Spawn nicht so leicht zerstören kann. Da müsst ihr nur noch halt verantwortlich dafür sein, dass ihr nicht gegrieft werdet. Ja, ich weiß, ich habe noch nie auf dem Server gespielt. Ja, es wird, glaube ich, auch langsamer Zeit, dass ich mal auf dem Server spiele. Also, ich würde sagen, das Video startet jetzt. Viel Spaß mit dem Video. Voll die schlechte Begrüßung, nein, Spaß. So, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal euch zeigen, wie ihr diese beiden Blöcke bekommen könnt. Wir machen das jetzt einfach mal mit dem Comment-Block. Und zwar gebt ihr dafür ein slash give add. Jetzt kommt es halt drauf an, wem ihr das geben wollt. Euch selbst, allen Spielern, allen Entitäten, dem nächsten Spieler, also der am nächsten an euch dran ist, zufälliger Spieler oder halt euch selbst, habe ich schon gesagt. So, und dann gebt ihr einfach comment unterstrich block ein und dann könnt ihr auch direkt Enter drücken und den können wir jetzt eigentlich auch halt platzieren, dann direkt auf benötigt Redstone bedingt, ja, und dann habt ihr das eigentlich auch. Ich glaube, das war bedingt, ich weiß es nicht, werden wir ja gleich sehen. Und dann oder nee, bedingungslos, machen wir bedingungslos und dann geben wir einfach ein kurz slash give add s, nee, machen wir mal add p deny verbieten, so nehmen wir das einfach mal. Setzen einfach mal kurz einen Schalter dran. Und direkt hier kommt dann auch der Erlauben dran. Ihr könnt das auch hier ohne schreiben. Dann gebt ihr einfach ein give add p allow erlauben. So. Da haben wir das jetzt auch ganz easy. Ich weiß nicht, wo das jetzt irgendwie bleibt. Aber wir können ja mal drauf drücken. Dann seht ihr, wir haben einmal den Verbieten-Block bekommen, den Verweigern-Block. Wenn wir hier drauf drücken, bekommen wir einmal den Erlauben-Block. Was man jetzt hiermit machen kann, werde ich euch einmal kurz demonstrieren. Und zwar werden wir kurz einen kleinen Spawn bauen. Ich gucke mal, ich glaube, ich mache das mal kurz mit einem Smart-Block, Eisen-Block und Diamant-Blöcken. Und zwar machen wir das kurz so. Wir machen mal kurz ein 1, 2, 3, 4, 5 mal 5 Spawn. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ist eigentlich auch jetzt egal. So, und wenn ihr diese Blöcke habt, dann grabt ihr euch einen weiter runter. Am besten, ihr platziert es halt da drunter. Ihr könnt es auch ganz weit oben in der Luft platzieren, dass es halt schön aussieht. Aber wenn ihr es unter der Erde platziert, dann wird das eigentlich nicht so auffallen und der Spieler wird einfach normal weiterlaufen. Nicht, dass er dann einfach auf irgendwie so einer komischen Barriere spawnt. Und zwar werden wir das jetzt erstmal alles mit Verweigern zu bombardieren. Und in der Mitte werden wir, oder halt werden wir mal ungefähr, ja, wir werden mal die Mitte auslassen, nicht die komplette Mitte, sondern die halbe Mitte machen wir einfach mal so. Dann haben wir das, glaube ich, nee, wir machen einfach mal so. Hier, und hier werden wir dann die Erlaubenblöcke platzieren. So, das seht ihr jetzt hier. Hier werden wir dann jetzt uns das markieren. Und zwar werden wir uns das so markiert, mit Diamantblöcken. Und den Rest machen wir Smaragdblöcke. Dann haben wir eine kleine Markierung für gleich, weil wir werden gleich halt erstmal kurz in Überleben gehen. Ich werde gleich nochmal kurz den World Spawn setzen. Und zwar setzen wir den World Spawn mal kurz hier hin.
Hallo? Slash set world spawn. So. Ja, das ist gut. Da haben wir den da gesetzt. Und zwar werden wir kurz uns einmal in den Game Mode 0 begeben. Dann werden wir einmal kurz slash kill eingeben. Dann werden wir sterben. Kurz mal respawnen. Ja, keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Ich mach mal kurz. Kann man eigentlich auch einen Spawnpoint setzen? Warte mal. Slash set. Nee. Geht nicht. Egal. Und zwar, wenn wir hier sind, können wir etwas abbauen. Weil hier ist diese Zone mit Erlauben. Und wenn wir jetzt hier rauf gehen, können wir einfach nichts abbauen. Zum Beispiel, wenn ihr hier jetzt was Wichtiges habt. Zum Beispiel wie, sagen wir mal ein Schild. Dann können die das, können die Spieler das nicht abbauen. Hier können die auch nicht drauf bauen. Hier können die gar nichts machen. Das ist ja das Gute daran. Und wenn ihr den da unten platziert, geht er bis ganz nach oben. Hier könnt ihr dann zum Beispiel auch noch Barriereblöcke platzieren, dass der nicht einfach rausgeht. Ja, und das ist eigentlich auch ganz cool, finde ich. Weil so kann man easy einen Server mal aufbauen. Wir werden jetzt einmal kurz noch in Creative reingehen und dann werde ich kurz eine kleine Demonstration machen mit zum Beispiel Schildern oder so. Und dafür gehen wir kurz in den Game Mode 1. So, dann sind wir kurz in Game Mode 1. Dann nehmen wir uns mal kurz ein Schild. Ich weiß nicht, wo Schilder sind. Schilder sind hier. Dann gehen wir kurz hier hin. Und dann machen wir einfach so den hier. Dann machen wir kurz so zu. Und dann gehen wir kurz hier ein. Und hier kommt Punkte hin. So. Dann nehme ich mir noch kurz Barriereblöcke und wir sehen uns dann, wenn ich es fertig gebaut habe und im Überlebensmodus bin. So, Leute, hier sind wir auch wieder. Ihr könnt sehen, ich kann diese Schilder hier nicht abbauen. Ich komme hier nicht raus. Ist perfekt für einen Server, für einen Spawnpunkt. Das müsst ihr dann halt ein bisschen größer machen. Hier die Diamantblöcke kann ich abbauen. Bringt mir aber auch nicht sehr viel. Es bringt einem schon sehr, sehr viel, wenn jemand die zum Beispiel jetzt abbaut. Aber ihr solltet da halt auch verweigern machen. Drunter. Ich habe jetzt noch den Verweigern-Block. Barriereblöcke habe ich auch noch in der Hand. Den kann man auch nicht platzieren, glaube ich. Doch, den kann man platzieren, aber nicht abbauen. Oder? Mal gucken, kann man Barriereblöcke abbauen? Nee, kann man nicht. Guck mal, wir können einfach. Nee. Verweigern kann man auch nicht platzieren. Ja, das finde ich eigentlich voll cool. Ich würde sagen, das war es jetzt auch mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt bitte an die Bewertungsfunktion. Und wir sehen uns halt im nächsten Video. Ciao.